Juppadi, da sind wir wieder. So, jetzt geht's weiter. Genau. Moment. Ah. Ja, logisch. Ja, hier war nämlich allerhand Loot. Ich weiß nicht, wen du suchst, aber hier findest du ihn nicht. Woher willst denn du das wissen? Hab ich schon längst. Oh, guck dir da mal an hier, was da alles drin ist. Seide und Hopplerherzchen. So, dann gehen wir. Dieses Ziehen im Rücken. Ja, was soll ich jetzt dagegen machen? Ich kann ja den Rücken rausschneiden, wenn du willst. Okay. Nee, doch da lang. Geh zu den Docks. Ja, dann machen wir das. Gehen wir mal zu den Docks. Moment. Habe ich nicht. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Naja, gut, tödliche Wunden, aber das machen wir ja jetzt nicht. Ich wollte halt nur schon mal geklärt haben. Ja, sehr gut. So, schwuppdiwupp. Nee. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Mhm. Tja gut, wenn Spitzeln mit dem Tod bestraft wird. Moment. So. Zack. Ich weiß nicht, ob das was nützt, aber... Das wird mir schon helfen. Ich hab das schon mal gemacht, dann war aber... Wenn ich das kann, dann mache ich das. Jawohl. Hier ist noch mehr. Dieses Boot spielt noch eine große Rolle. So, halt. Hohohoho. Nachts laufen wenige hier rum. So, komm her hier. Netter Kampf. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hal messen? Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Seid ihr wirklich aus Nilfgaard? Aus Metina, verdammt. Nicht aus Nilfgaard. Aufgezogen von wilden Hunden in den Sturmebenen von Magdeira. Brüder des Blutvergießens in Metinas berüchtigten Drecksarenen. Wer tritt den Wilden aus dem Süden entgegen? Wer sieht den Bestien ins Auge? Ich bräuchte euch als Aushilfen. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird.
Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Wie wär's mit einer Wette? Wenn ich Hal schlage, arbeitet ihr gratis für mich. Tja, Hal hat's nicht so mit Theater. Tragische Romanze. Ich erspar dir die Details. Man wird ihn irgendwie überzeugen müssen. Vielleicht so. Kämpf gegen uns beide gleichzeitig. Kampf des Jahrhunderts. Ein Hexer gegen den zweiköpfigen Drachen von Medina. Was, wenn ich verliere? Oh, das wirst du. Dann arbeiten wir trotzdem für dich. Du musst nur doppelt zahlen. Na gut. Gut, ich kämpfe gegen euch beide gleichzeitig. Erst her mit dem Geld. Verlierst du, gehört's uns. Doppeltes Geld, wie versprochen. Wenn ich gewinne, krieg ich's zurück. Hal, mach ihn fertig! Ich hab hier was Besonderes für dich. Ich hab auf den Fettarsch gerettet. Die Dresche vergisst du nicht. Was denn? Verlieren wir die Nerven. So, Nummer Uno. Ja, 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 ey, das ging jetzt einfacher, als ich dachte. Hoho. Ja, ja, so eine schöne Klopperei kriegst du nicht auf. Hohohohoho. Dem hat's die Sprache verschlagen. Tja. Aber ich seh's ihm an, der Kerl mag dich. Zeit für eine kleine Pause. Wir bewachen, was du willst. Genau. Umsonst. Nicht Hal? Oh ja. Dein Geld. Hier hast du es zurück. Und keine Sorge. Wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Genau. Sodele. War ja geil. Aber da merkst du sofort, dass du vernünftig die Ausrüstung besser ist. Ja. Kommen die da? Nee. Absolut nicht. Oh, ist das schön, dass man hier looten kann. Ja, normalerweise laufen hier die Wachen rum. Aber nee, jetzt nicht. Gott sei Dank. Gut. Dann werden wir uns jetzt mal die Lunden... ja, organisieren. Die haben auch leichte Schwierigkeiten, aber nur leichte. Jo. Tja, warum nicht? Ja, mit dir will ich nichts zu tun haben. Wer weiß, was du am Balk hast. Wer weiß, was die am Hals hat, diese Frucht. Ich bin alles so leid. Oh. Ja, ich auch. Ich habe auch keinen Bock mehr. Meine Güte, ne, echt, so 250 Meter durch die Stadt hier, das ist mal echt... Hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Eine zwielichtige Person, zweimal sogar. Hi. Ja, das würde ich auch mal gerne wissen, was das heißt. Duvel Chase. Ihr werdet nicht dran gehangen. Ich bin gelaufen. Mach ich auch nicht. Ah. Wow. Alter, das Schwert zwirbelt aber rein. Elecco mio funny. Ja gut, die 50% noch drauf. In gleiche Stufe. Ja. Das ist ein Schwein. So, hier sind die Lunden. Et
Hübsche Melodie, aber verdammt traurig. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt. Mhm. Ein Schläger? Schmeichelhaft. Danke. Vergib uns. Du siehst gefährlich aus. Und wir hatten in letzter Zeit reichlich Ärger. Inessa ist mit den Nerven am Ende. Wie wir alle. Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Madame Irinas neuem Stück in der Stadt verbreitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht, fressen und huren, das kann er, der Wicht, werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Fettsacks Bande? Ach, Strauchdiebe. Vom Kult bezahlt. Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht. Wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Sie lassen uns nicht auftreten, vergraulen das Publikum, zerstören die Instrumente. Und neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Haben sie einen von euch verletzt? Noch nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nissa hat gehört, dass sie irgendwas anzünden wollen. Und wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Ich bin sowieso kein großer Redner. Nee, nicht wirklich. Oh. Huiuiui. So. Der Sensenmann kommt mich holen. Alter. Sag das nochmal, wenn du dich traust. So, ihr Penner, lass den Mann in Ruhe. Nicht hinter den Scheitel gerade biegen. Also? Hey, Fetzer, guck, was wir hier haben. Spinn ich oder hast du Katzenaugen? Ja, tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Was treibst du in der Stadt des ewigen Feuers, Miezekatze? Lass die Lunden in Ruhe. Die Würmer, die Hierarch Himmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen. Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz. Und das ist der Witzbold. Nee. Nee. Haut ab sofort. Verschwindet von hier. Sofort. Was? Los geht's. Dumm gelaufen, Leute. Hättet ihr nicht tun sollen. Ach so. Ja. Ach, dieser Anblick. Denen hast du es gegeben. 1, 2 über den Rücken, dann wumm voll auf die Birne. Endlich kann ich rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke vielmals. Bitte. Das war doch nichts. Und ob das was war? Glaub nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen bunt, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür? Kein Koffer. Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Wir kriegen die halbe Stadt in das Stück. Wart's ab. Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal. Das stimmt aber nicht. Das ging mir zu einfach. Sorry, das muss ich mal eben gucken. Was ist das denn? Ich habe daran nichts verändert gehabt. Ich bin unschuldig und wasche meine Hände auch in Unschuld. Ah, keine Ahnung. Vielleicht, weil er vorhin abgekackt ist und ich musste neu starten. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Das ging mir echt so ein. Ah. Da sind die. Wir sind nur zwei. Gerald von Riva, Hexer, Weißer Wolf nennen sie dich. Mhm. Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Mhm. Nur über meine Leiche. Ich hab dir gesagt, dass er sich nicht täuschen lässt.
Auf dich warten Prügel. Das macht die Herausforderung größer. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Ja, das Sterbesakrament. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Müsst du auch Wort halten. Ja gut, geht auch trotzdem wahr. Jawohl. Hohohoho. Jetzt wäre ich beinahe noch, obwohl ich das erledigen musste, mich verteidigen. Ich beinahe noch. Jo, alles klar, Kumpel. Bin ja zufrieden mit dir. Nein. Wow. Okay. Ah, hier waren wir also noch nicht. Gut. So. Haben wir hier auch. Hier haben wir auch noch allerhand. Ich komme gleich wieder, Schätzchen. Mach dir keine Panik. Bruder aller Weltbestiale. Meine Güte, ne. Okay. Oh. Was ist denn da oben? Da will ich. Das will ich auch haben. Ein Schweinehaut. Das hat sich doch gelohnt. Warum versteckst du die von mir? Sag es. So, macht man nicht. Ich bin ein guter Kumpel. Gut. Die haben wir alle schon gelesen. Ja. So, jetzt haben wir die wenigstens alle leer gelootet hier. Looten. Achso, das war. Ah. So, komm her, Schätzchen. Ah, da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht beschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Ich bin kein Schauspieler. Es ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber mein emotionaler Ausdruck ist nicht der beste. Aber das ist doch ideal. Du spielst doch den Hexer, nicht die Prinzessin. Außerdem musst du natürlich auf die Bühne. Dudu musst dich sehen. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Du hast recht. Hab nur nicht damit gerechnet, sowas tun zu müssen. Das wird schon, mein Lieber. Stolzier einfach mit einem großen Schwert in der Hand auf die Bühne, schau finster drein und sag mit tiefer Stimme ein paar Sätze. Schaffst du das? So, verdient man hier gut? Bringen diese Vorstellungen viel Geld ein? Tja, kommt drauf an. An guten Tagen passen kaum alle Zuschauer auf den Platz. Und mal sind wir wieder froh, wenn wir auf eine Handvoll Kopper kommen. Du bekommst natürlich auch eine Gage. Du eine bist Gage. Mitglied des Ensembles. Danke. Tja, reden wir über die Prinzessin. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung.
Nichts gegen dich. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... Finden Aussehen wichtiger als Talent. Ja. Ich sag dir Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Mhm. Entzückend. Klasse. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Aber Ladrizza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bullière, herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Naja, der ist zwar Hacke dann, aber was soll's. Riskieren wir es und geben die Rolle Maxim. Er hat gerade eine gute Phase. Vielleicht haben wir Glück. Mhm. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Klar. Ich bin bereit. Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Schön, es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Na dann. Sultan, was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Ja, Sultan, ehrlich, du. Aber er liebt diese Poesie. Absolut. Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Der Titel: Die Errettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr den Publikumsliebling fern und nah, Maxime Bullière. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Na, die applaudieren, also war das die richtige Zusammenstellung. Zwar riskant, aber gut. Ja, ja. Horridor. Nun komm schon. Ja, genau, lass knacken. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen. Drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Paar lachen, ja. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Mhm. Hexer, geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Mhm. Doch ach. Meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Klasse. Hier ein Diamant, Halsband. Und dann ist gut. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund. Zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier.
Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Und dann wird dir ruckzuck die Unschuld geklaut. Oh, Liebster, mein Ja. Wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Na dann, gib Gummi. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft. Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler. Oh nein. Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen, genau. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Genau. Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Genau. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte. Selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Na also. Keine Äxte, Steine und Schwerter oder was weiß ich, was die alles werfen würden. Ja. Herrlich. Nun, mach schon. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn, wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Annehmen. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen.
Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Ja, das ist eben das Problem. Ich weiß nicht, was das anderes bedeutet mit Ciri. Komm. Verwandle dich in sie. Überleg ich mal diese Fähigkeit, ehrlich. Und dann die Stimme dabei. Oh Gott. Macht mir sogar raus. Wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Ja. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand? Außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Nein, Dijkstra schon mal gar nicht, den Penner. Machen wir alleine. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Einfach großartig. Kein einziger Fehler. Die Vorstellung im Allgemeinen. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben ihr Geld zurückverlangt. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Ja. So sieht das aus. Nein. Werden wir nicht. Oh.
Okay. Triff Sultan. Hier lang? Eigentlich will ich das noch gar nicht machen. Nee. Ja gut, komm. Machen wir das. 540 Meter. Hab ich nicht hier irgendwo... Können wir nicht schnell reisen oder so? Geht das nicht? Da. Ja, das ist minimal, bringt halt was, aber okay. Wie sieht das denn aus? Nee, müssen wir kurz... Ach, nehme ich denn das Schwert? Oh, bin ich blöd. Eben mal kurz hier. Zack, zack. Bum, bum. Zick. Schön gefretten. Haben wir alles jetzt hier? Du 96. Nein, komm. Machen wir hier. Okay, da haben wir alles. Ja, Sekunde, meine Güte. Wie viel ist da? 45, das reicht. Nehme ich mal an, das reicht. So, dann in diese Richtung hier. Los, dann erledigen wir das jetzt so. Scheißen Dreck, egal. Und der da? Hatte mir das erst überlegt, aber na gut. Ja. Schnauze. Sonst gibt's Beule. Ab dahin. Tü-lü-tü-tü. So. Dann nochmal Rittersporn befreien. Zum x-tausendsten Mal wieder. Schnauze, Katze. Weiter so, Plätze. Hopp. Los, komm, jetzt gehen wir Kniegas hier. Wir müssen da hoch. Ja, da müssen wir hoch. Da haben wir noch hin. Ja, und dann versuche ich mal wieder Gwyn zu spielen. Hoffentlich schaffe ich das. Nicht so schnell, ja. Plätze. Nein, nicht so schnell. Hoppla. Haben wir hier irgendwas rumfliegen? Nö. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, genau. Du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Nee. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei. Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla, was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem Guten. Verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Pfiffi, als er Verstopfung hatte. Tja. Dies ist kein Ort für sie. Wenn ihr was zustößt, will ich Rittersporn nicht erklären müssen, warum sie hier war. Muss ich dich daran erinnern, dass ihr hier seid, um Rittersporn zu retten, nicht mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ja, ja. Na schön. Aber denk daran. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Ja, aber weit Abstand. Ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwyn? Ach ja, komm. Sicher, spielen wir. Versuch's wieder, warum nicht?
Skiwein, den packen wir noch dabei. Warte mal. Strömender Regen. Habe ich kein gutes Wetter? Weil das wäre also nicht schlecht. Schönes Wetter wäre nicht schlecht. Nee, anscheinend nicht. Aber das Horn des Kommandanten. Warte mal, du kommst raus. Ach, da ist schönes Wetter. Und du kommst raus. Dafür ist das und das rein. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Oh, sie hat Monsterkarten. Ach, das ist doch ekelhaft. Na, machen wir das erst so. Ja. Er hat 11 Karten. Warum hat die 11 Karten? Ja, mach du nur. Habe ich nichts dagegen. 9. Jetzt muss ich den irgendwie locken. Nee, kann ich nicht. Warte mal. Nein, nein. Das ist scheiße. So, zack, machen wir das so. Okay. Passig. Ja. Warten wir mal ab. Dein Gegner passt. Okay. Jetzt hätte ich eventuellerweise eine Chance. Oh, das wird Aua, mein Freund. Ich bin am Zug. Machen wir das mal. Oha. 10. Nee, die noch nicht. Oha. Die ist echt stramm, die Alte. Wow. Ja, das lassen wir noch. Das lassen wir noch. Noch lassen wir das. Habe ich mir gedacht. Hehehe. Du wirst dich nur wundern, Kumpel. Eieiei. Da guckst du blöd, ne? Ja, ja. Ja. Haha, clever gemacht. Das war eine dumme Idee. Du warst diejenige, die spielen wollte. Sie kommen! Ja. Da kommen sie! Habe ich was gewonnen jetzt? Priscilla, bleib hier. Ja. Bleib hier.
Toledo. Tja. Rittersporn. Wasch. Voll auf die Hirse, der dürfte gar nicht mehr leben, der Typ. Normalerweise nicht. Aber gut, das ist ein Spiel. Ich stehe auch immer auf, wenn ich sterbe. Tja. Na also. Hilfe! Oh oh. Rittersporn. Verdammt. Ja. Nun, no, mach schon. Überlass die hier uns. Ja, mach ich. Alter, kannst du? So. Verdammt, hab ihn verloren. Hier ist nach Spuren suchen. Und wieder absteigen. Hier war irgendwo was. Hallo? Hier ist da irgendwo was. Ah, da. So, gut. Da sind sie. Dann wollen wir, steck die Pike weg. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schnell reiten kann. Weil dann verliere ich die Spur wieder. Ja. Das ist eben das Blöde. Was wollte ich, gebe mal Gas. Und die Spuren dann so sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Ja, mit Rittersporn drauf. Das ist kein Wunder. Das ist kein Wunder. Beruhige dich, Plätze. Das sind nur Bienen. Ja, genau. Plätze, Plätze, Plätze. Hey! Genau. Okay. Hufspuren. Ah, wir sind richtig. So. Nun steig ab. Oh, er kommt mir entgegen, das ist schon mal gut. Ja, das können wir eben mitnehmen. Hi. So, dich hatte ich noch nicht. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ja, ich würde auch gerne welche loswerden, wenn ich welche hätte. 160 Öcken hat er. Ah, da kann ich ein paar. Scheiß, ja. Da unten den Dreck. Oh, nein, nicht den Schlüssel. Ah, ah. So, komm, da waren zwar nur 50 Öcken, aber tschüss. Leb wohl. Ja, leb wohl. So weit, so gut. So, Keule, und du bist? Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Ein Poet in Nöten. Los, hier lang. Ja. So. Sieht aus, als würde es lahmen. Ja, lahmensam. Ihr Pferd ist zusammengebrochen. Sie können nicht mehr weit sein. Nee. Nicht wirklich.